So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal Magic Andy. Ich bin Andy und heute gibt es die Review zu dem letzte Woche vorgestellten kleinen Gimmick hier. Ein unglaublich nützliches kleines Ding für die Hosentasche und den Schlüsselanhänger, aber mehr zugleich. Jetzt kommt erstmal das absolut epische Intro und dann geht's auch schon los. So. Genau darum soll es heute nun also gehen. Wer die Performance nicht gesehen hat, in der Infokarte verlinkt. Ich habe das Ganze in einen kleinen Kartendeck eingebaut, um euch mal zu zeigen, was das für einen Effekt haben kann, wie man das vielleicht in eine Routine einbinden kann, aber das ist bloß eine der vielen Möglichkeiten. Heute gibt es nun zu dieser Performance eben auch die Review. Und deshalb fangen wir gleich mal an mit den Vorteilen. So, zu den Vorteilen. Punkt Nummer 1. Es ist sehr klein, es ist handlich. Wir haben hier hinten so einen kleinen Ring, das heißt, wir können uns theoretisch an den Schlüsselbund hängen. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen, aber wenn ich jetzt Zauberer bin und ich gehe vielleicht mit Freunden in eine Bar oder irgendwie ins Restaurant, dann kann ich mir das in die Hosentasche stecken, locker, und habe eine kleine magische Box dabei. An sich denke ich jetzt vielleicht nicht so ein starker Effekt, aber zum Beispiel in einer Routine, wie mit meinem Kartentrick, ist es ganz schön, es ist ein kleines Extra. Und deshalb der erste Vorteil, es ist klein, es ist handlich, es ist die perfekte Illusion to go, sage ich jetzt mal. Ab in die Hosentasche, an den Schlüsselbund, in den Geldbeutel damit. Okay, im Geldbeutel wird vielleicht ein bisschen schwierig, aber in die Tasche und dann Abfahrt. Also klein, handlich, perfekt für Street Magic zum Beispiel. Punkt Nummer 2 bei den Vorteilen ist eben, dass das Ganze jetzt an sich, wenn ich euch jetzt sagen würde, oh, ich habe eine leere Box und wenn ich schnippe, lasse ich etwas erscheinen. Ist es ein blöder Effekt? Ist es dämlich? Und die meisten denken, ja, okay, ist es nicht gerade ein Knaller. Aber ich nehme eine Münze, gebe jemand diese Schachtel am Anfang, der sich die anschauen darf, wie es leer. Nimm eine Münze, lass die Münze verschwinden und dann bitte ich denjenigen einmal die Schachtel aufzumachen und schon ist die Münze wieder erschienen. Sowas zum Beispiel. Das sind schöne Möglichkeiten, um so ein kleines Extra mit in eine Routine einzubauen, wo ich das hier wirklich perfekt finde. Durch eine Überraschung hat es einen tatsächlich guten Effekt. Insofern, Punkt 1, klein und handlich. Punkt 2, durch die Überraschung tatsächlich ein guter Effekt. Punkt Nummer 3. Es ist meiner Meinung nach ein kleines Extra für jede Routine. Wir machen eine Kartenroutine, derjenige zieht eine Karte, man checkt sie wieder rein, der Zauberer macht die Box auf und zeigt, er hat da drin eine Fersage vorbereitet, es ist die Pik 8. Der Zuschauer sagt, nein, es war aber die Karo 6, er macht die Box zu, schnippt, macht sie wieder auf und wir haben die richtige Karo 6, die richtige Vorhersage. Haben wir gleich noch so ein kleines Extra bei der Routine, was euch vielleicht diesen einen Pluspunkt gibt, den andere Magier jetzt nicht haben. Insofern für jede Routine finde ich ein schönes Extra, was man, wenn man es nicht übertreibt, gut einbauen kann. Punkt Nummer 4, der ganze Spaß ist relativ kostengünstig. Es ist natürlich jetzt nicht ein David Copperfield-Effekt, nichts von Shin Lim, keine Magie der höchsten Klasse. Aber casual, bei Street Magic, bei irgendeinem Event, so nebenbei, ohne ein großes Ding draus zu machen, hat das hier wirklich eine wunderbare Macht in sich. Es ist eine kleine Geheimwaffe meiner Meinung sogar nach, die ihr einfach einsetzen könnt. Einfach noch nur diesen kleinen Extra aus einer Routine rauszuholen. Insofern, Punkt Nummer 1, es ist klein und handlich. Punkt Nummer 2, durch die Überraschung, die es eben mit sich bringt, kann es tatsächlich gut sein, je nachdem, wie schön ihr es eben verpackt. Es ist ein kleines Extra für jede Routine, meiner Meinung nach, und es ist eben auch noch günstig. Das sind alle Vorteile, jetzt geht's zu den Nachteilen. So, jetzt sind wir schon bei den Nachteilen. Ganz einfach bei den Nachteilen, dieses Mal nicht viel. Aber doch, was es mich ein bisschen stört, die Verarbeitung hier ist nicht wirklich perfekt. Das heißt, wenn ihr das hier anschaut, okay, die Plastik ist jetzt nicht sehr schön gemacht. Wir haben hier teilweise größere Spalten, als sein müssten. Das ist halt nicht ganz so schön. Ich meine, natürlich ist es günstig, das heißt, es ist auch nicht so gut gemacht. Wenn wir jetzt ein teureres wollten, vielleicht aus Holz, dann wäre es deutlich, deutlich schöner gemacht, aber auch teurer. Insofern, okay, günstiger Preis, aber auch eine günstige Verarbeitung. Das heißt, wir können jetzt nicht mit einem hochklassigen Produkt rechnen. Und Punkt Nummer 2, es sieht halt schon ein bisschen seltsam aus. Also ich habe in meiner Routine das Ganze als ein Weihnachtsgeschenk gerechtfertigt, wo ich nicht mal die Zeit hatte, das schnell genug einzupacken. Da ist es vielleicht auch eine Möglichkeit. Deshalb, es sieht ein bisschen seltsam aus. Entweder ihr habt eine Geschichte dafür oder es ist ein Problem. Ich habe eine Geschichte dafür entwickelt und so war das kein Problem. So sieht es halt typisch aus wie aus einem Zaubershop. So ein Kinderzauberartikel aus einem Zauberkasten, das willst du ja eigentlich nicht, dass die Leute sowas von dir denken. Deshalb da auch nochmal einen kleinen Abzug für das Design. Und da sind wir auch schon bei dem Endurteil angekommen. Für dieses Gimmick, für dieses kleine Extra, für viele Routinen, gebe ich in dem Fall, sagen wir, eine 8 von 10. Es ist nicht perfekt, aber meiner Meinung nach eine kleine Geheimwaffe für eigentlich jeden Anlass. Insofern
8 von 10 Punkten. Eine gute Note. Falls ihr euch das jetzt zulegen wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Ja, und das war es tatsächlich auch schon wieder für heute von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal, um noch mehr Zaubertricks, optische Illusionen, Reviews, magische Rätsel und zu sehen. Mein Name ist Magic Andy. Ich poste hier wöchentlich alles rund ums Thema Magie. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, Like und Abo. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Andy. Ciao, ciao.